ihres Umfeld, ihres Mediums, dass sie Informationen von verschiedenen Menschen bekommen, die wiederum natürlich auf Humankommunikation beruhen mit den vorher beschriebenen Problemen. Und jetzt kommt an der Stelle etwas dazu, habe ich gerade eben schon mal angedeutet. Das ist ein Filter, wie wir das bezeichnen können. Die Kommunikatoren, das heißt Journalisten in der Regel, die bestimmen ja den Inhalt zusammen mit dem Medium. Wie machen Sie denn das? Also was dringt denn darüber zu diesem Rezipienten in der Medienkommunikation? Was kommt denn da raus? Das, was der Journalist als wesentlich erachtet oder wichtig. Genau. Das, was der Journalist oder die Journalistin als wesentlich erachtet, was beispielsweise auch die Institution schon im Vornhinein als wesentlich erachtet, sagen wir mal, der Bayern-Kurier wird anders auswählen als die, sagen wir, Frankfurter Rundschau oder die Taz. Ja? Und dann gibt es Fernsehveranstaltungen wie Monitor, die werden anders auswählen als andere Fernsehveranstaltungen. Ja. Das heißt, diese Kommunikation wird gefiltert und die filtern natürlich nach dem, was relevant ist, was wesentlich ist, nach den sogenannten Nachrichtenfaktoren. Gibt es Nachrichtenfaktoren? Dazu gehört zum Beispiel die Relevanz, die Überraschung, Prominenz und beispielsweise auch die Prominenz der Person oder die Prominenz einer Institution oder eines Staates, haben wir ja an dieser Stelle schon einmal besprochen. Das insgesamt hat natürlich sehr viel zu tun mit einem weiteren Teil von unserem Kurs hier, von dieser Veranstaltung, mit den Public Relations, mit den Beziehungen zur Öffentlichkeit. Jetzt muss man sich also zunächst mal überlegen, wer als Kommunikator wird denn eigentlich hier tätig? Ja? Was macht der? Der Kommunikator wird auch bezeichnet als Gatekeeper und da gibt es eine ganze Gatekeeper-Forschung. Das heißt, was lässt der rein, was lässt der durch und wie hängt es zusammen? Und was der reinlässt und was der bespricht, das wird dann auf die Tagesordnung kommen, auf die Agenda. Deshalb spricht man davon Agenda-Setting. Das ist die Agenda-Setting-Funktion der Massenmedien. Und das hat damit zu tun. Diese Nachrichtenfaktoren, die ich soeben angesprochen habe, das sind die Filterfaktoren. Jetzt auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Filterfaktoren bei den Rezipienten. Was sind denn das für Filterfaktoren? Interesse. Das Interesse? Und wovon hängt das Interesse ab? Vorbildung. Ja, zum Beispiel auch von der Vorbildung. Erfahrung. Umfeld, Offenheit. Betroffenheit. Betroffenheit. Und wenn ihr länger nachdenkt, dann gelten da genau die gleichen Nachrichtenfaktoren. Was ist für mich relevant? Was ist für mich eine überraschende Information? Was ist für mich eine Eliteperson? Wen nehme ich als Vorbild? Nehme ich den Dalai Lama als Vorbild zum Beispiel? Dann interessiert mich natürlich alles aus diesem Umfeld. Oder habe ich einen Sportler als Vorbild? Interessiere ich mich für Sport, für welche Form von Sport, dann wähle ich da auch aus. Das heißt, da findet auch eine Selektion statt. Jetzt frage ich Sie mal so einfach, wer von Ihnen liest regelmäßig die Bild-Zeitung? Niemand. Interessant. Also kann sie die Bild-Zeitung auch nicht beeinflussen? Sind wir uns darüber im Klaren? Darüber, dass andere Zeitungen und Zeitschriften von der Bild-Zeitung abschreiben. Könnten. Tun. Könnten. Ja, also was, da könnten wir jetzt bei dieser Gelegenheit hier mal das verallgemeinern und mal nach der Quelle dieser Kommunikatoren fragen. Was haben die denn für Quellen? Was hat die Medienkommunikation denn für Quellen? Ja, die DPA, genau. Die hat zum Beispiel als Quelle die Deutsche Presseagentur und auch, um das Beispiel zu nennen, die Bild-Zeitung kriegt ihre Informationen natürlich auch von der DPA. Die Bild-Zeitung ist ja auch nicht überall vor Ort. Wenn da das Gleiche drin steht, dann haben die einfach die gleichen oder ähnliche Quellen. Das sind also beispielsweise die DPA,
beispielsweise der DDP oder beispielsweise die Agence France-Presse, ja, und so weiter. Das heißt, die ganzen Nachrichtenagenturen oder AP oder UPI, also meistens ist es AP und so weiter. AP ist sowieso die größte Nachrichtenagentur der Welt. Da bekommen die Journalisten dann ihre Informationen her. Und wo bekommen die Journalisten denn noch ihre Informationen her? Eigene Recherchen bei Fachpersonen. Eigene Recherchen bei Fachpersonen zum Beispiel, ja, das wäre sehr wünschenswert, wenn das häufiger passieren würde. Also das wären dann zum Beispiel Recherchen. Recherchen. Was noch? Wo kriegen die denn noch ihre Informationen her? Bedenken Sie, Veranstaltung heißt Public Relations, humane Medienkommunikation. Natürlich auch von PR-Leuten. Das heißt, von PR-Leuten, die informieren die. Und wer macht denn alles? Wer hat denn Beziehungen zur Öffentlichkeit? Wer baut denn Beziehungen zu Journalisten auf? Wer ist das? Ja, und wer bezahlt die? Politiker. Politiker bezahlen die, also die Politik. Die Zeitung selber bezahlt die. PR-Manager? Manager nicht, aber wenn ich PR-Agent bin und privat unterwegs bin, eigenständig. Dann wird, wer bezahlt dann den PR-Mann? Dann zahlt doch die Firma für den, also die Zeitung zahlt doch dann für den Beitrag oder für die Information. Dann muss ich mal den Begriff PR nochmal mehr erklärt bekommen. Genau. Also Public Relations in diesem Zusammenhang meint, dass PR-Menschen Leute sind, die eine Beziehung zur Öffentlichkeit herstellen müssen, im Auftrag von anderen. Ja? Und das sind zum Beispiel Leute, die dann auf die Presse zugehen, um denen die Informationen ihrer Auftraggeber schmackhaft zu präsentieren, damit diese sie publizieren. So versteht man in diesem Zusammenhang Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit, Beziehungen zur Öffentlichkeit. Und insofern werden diese PR-Leute bezahlt von zum Beispiel der Wirtschaft, ja? Das sind die Pressesprecher auf die, Altdeutsch. Ja, es können Pressesprecher sein auch, ja? Pressesprecher zum Beispiel sind PR-Leute. Es sind aber auch Agenturen, PR-Agenturen, die für verschiedene Firmen beispielsweise Produktinformationen so aufbereiten, dass sie von der Presse gerne genommen werden, mundgerecht. Ja. Dann gibt es natürlich hier Organisationen aller Art. Und die Pressesprecher, zu den Pressesprechern gehören natürlich dann auch, sage ich jetzt mal, Ämter, ja, also Behörden. Ämter, Behörden und so weiter. Ja. Öffentlicher Bereich. Der ganze öffentliche Bereich hat Pressesprecher. Und auch da gelten wieder alle Faktoren, die wir heute schon besprochen haben, alle Inhalte, die wir schon vorher miteinander mal angesprochen haben. Das heißt, die Information fließt auch hier nicht eins zu eins, sondern die wird aufbereitet über Nachrichtenfaktoren am besten, sodass sie vom Medium möglichst einfach verwendet werden kann und hier hinten möglichst eins zu eins, so wie die es gern hätten, ankommt. Das heißt, wir machen Public Relation dann gut, wenn das Filtermedium unsere Botschaft fast eins zu eins weitergibt an den Empfänger, an die Rezipienten, dieses sogenannte disperse Publikum. Dieses disperse Publikum, also ein Publikum, das nicht im Einzelnen bekannt ist. Ich weiß ja nicht, wer eine Zeitung kauft. Ich weiß ja nicht, wer eine Zeitschrift abonniert. Und ich weiß ja auch nicht, wer vor dem Fernseher sitzt. Dazu muss ich vorher Medienwirkungsforschung machen, muss ich vorher Medienforschung machen. Wer kauft was, ja, um dann geeignete Beziehung zur Öffentlichkeit herzustellen, geeignete PR-Beiträge anzuliefern. Das hängt damit zusammen, da kommen wir nachher noch drauf, auf diesen Teil. Jetzt überlegen wir uns nochmal, wie sieht es denn aus mit dem Filter hier beim Rezipienten? Da waren wir vorher stehen geblieben. Da habe ich gefragt, lesen Sie Bildzeitung regelmäßig? Haben Sie gesagt, nein.
Und dann kann man Ihre Meinung auch nicht beeinflussen. Was Sie beispielsweise lesen, ist ganz typisch, sage ich jetzt mal den Spiegel, beispielsweise die Frankfurter Rundschau, das, was Studenten häufig eben lesen, große Mehrheit, oder das Unikum oder andere studentische Zeitschriften und Zeitungen. Das lesen Sie. Und deshalb ist die generelle Aussage, dass die Bild-Zeitung oder irgendein anderes Medium einfach so Meinung beeinflusst und einfach so Meinung verändert, das ist erstmal ganz kritisch zu hinterfragen. Da haben wir, wenn ich hier an der Stelle einen kleinen Exkurs machen darf, ein Phänomen, das ich mal mit einer anderen Farbe an die Tafel male, damit es klar ist, dass es ein kleiner Exkurs ist. Wir haben hier, sage ich mal, erstmal eine Information, einen Reiz, eine Info, die kommt zu einem Empfänger, zu diesem Rezipienten. Aber dieser Rezipient hat ja auch so ein Umfeld. Der lebt ja auch nicht allein. Und da hat man nun festgestellt, zuerst hat man die Theorie vertreten eines One-Step-Flow of Communication. Da ging man davon aus, man bringt eine Information und diese Information wird aufgenommen und dann reagieren die Menschen. Das war mal Theorie. Man hat diese Theorie abgeleitet aus der interessanten Begebenheit in Amerika, dass dort einmal ein Hörspiel lief im Radio, dass eine Invasion jetzt vom Mars oder wo auch immer her stattfindet. Und die Amerikaner sind in großen Mengen in ihre Autos geströmt und haben sich auf die Straßen gemacht. Ja. Und daraus hat man gesagt, also ich muss die nur informieren, dann reagieren die auch sofort. Und daraus gab es dann die Theorie des One-Step-Flow of Communication. Nun, so ganz einfach ist es nicht, weil dann würde ich jetzt auch sagen, trink Coca-Cola, ja, und dann fangen Sie an, Coca-Cola zu trinken. Wenn es also so einfach wäre, dann hätte die Werbung oder, sage ich mal, die ganze Konsumgüterindustrie es leicht. So ist es nicht. Dann gab es hier einen Two-Step-Flow of Communication, eine Theorie des Two-Step-Flows. Und dieser Two-Step-Flow, der sah so aus, dass man gesagt hat, untersucht hat, also dieser Empfänger, dieser Rezipient, der ist eingebunden in ein soziales System. Und das kleinste soziale System ist sein Nahfeld, also sage ich mal die Partnerin, der Partner oder die Eltern, wer auch immer. Und da findet eine Diskussion statt. Und diese Diskussion findet statt zwischen einem sogenannten Opinion Leader, also einem Meinungsführer. Das ist in der Familie im Patriarchat oft der Vater. Da sitzt man also gemeinsam vor dem Fernseher und der gibt dann seine Kommentare ab und danach reagieren manche Menschen. Ja, konnte man teilweise messen. Hat man aber festgestellt, auch das reicht nicht aus, dieses Modell. Und heute ist man bei einem Multi-Step Flow of Communication. Und dieser Multi-Step Flow of Communication heißt, es gibt da noch ein viel größeres Umfeld als das. Und das beeinflusst, bis schlussendlich tatsächlich eine Meinungsänderung stattfindet, bis dann tatsächlich sich etwas bewegt. Also so einfach, wie man sich das vorstellt, ist es nicht. Das heißt, man muss schon sehr viel unternehmen, um Meinungen zu ändern, auch Dinge, Kauf, Lust zu erzeugen. Und das macht man am besten in einem größeren Umfeld. Man hat ja auch sich gefragt, man hat ja auch gedacht, der Volksempfänger sei so ein Beweis dafür, Volksempfänger zu Zeiten des Dritten Reiches, während Adolf Hitler hier an der Macht war, hat man gedacht, über die Volksempfänger erreicht man die Leute und dann reagieren die. Das war auch ein Beweis, den man glaubte, einen Beweis zu haben für diesen One-Step-Flow of Communication. Ich muss nur die beschallen, dann reagieren die auch. Das hat man aber festgestellt, das stimmt so auch nicht. Sondern es gab ja da große Massenveranstaltungen, ja. Da saßen viele Leute
Und da waren natürlich auch Gefolgsleute dabei, da waren schon überzeugte Parteigänger dabei. Und da hat man in diesem gesamten Umfeld, hat man das dann erreicht, weil schon alle der Meinung waren, aha, die sind schon alle auf der Seite. Es waren aber noch gar nicht so viele, sondern es waren eben nur die, die dann sich artikuliert haben. Daraus hat Nölle Neumann unter anderem ein wunderschönes Buch geschrieben, das heißt Die Schweigespirale. Und in der Schweigespirale, Nölle Neumann hat auch sehr lange noch die Theorie des One-Step-Flow-of-Communication vertreten, in dieser Schweigespirale wird sehr schön erklärt, ja, dass eine Mindermeinung sehr lange unterdrückt wird, und zwar vor allem dann, wenn man der Meinung ist, dass die anderen bereits die andere Meinung haben, dann traut man sich nicht, das zu sagen. Und wenn ich nun in einem großen Stadion, ja, viele, viele Leute immer wieder brüllen höre, auch über den Volksempfänger, und dann denke, oh, die anderen sind ja schon alle dieser Meinung, dann traue ich mich natürlich nicht, meine Mindermeinung zu äußern. Da gibt es interessante Versuche von Asch, hochinteressant, hat man also, das hat man im Labor auch schon nachgewiesen, wann jemand auch bereit ist, seine Meinung zu äußern oder sie nicht zu äußern. Das sind interessante, ganz interessante Versuche, die kann ich gerne mal an anderer Stelle nochmal vortragen. Also so einfach ist es jedenfalls nicht. Ich sage etwas und dann tut sich etwas, also ich schreibe etwas, anschließend bewegt sich auch was. Das funktioniert also auch über Massenmedien nicht so einfach. Gehen wir jetzt aber wieder zurück zu unserem Thema nach diesem kleinen Ausflug. Thema war ja hier die Medienkommunikation, die Massenkommunikation beim Empfänger uns nochmal genauer anzugucken. Da haben wir gesagt, der gehorcht praktisch ganz ähnlichen Gesetzen wie vorher schon der Kommunikator. Er wählt aus. Sie wählen Ihre Medien aus, Sie wählen Ihre Sendungen aus, Sie gucken mal rein, Sie zappen auch in der Gegend rum und schauen dann, was Ihnen schmeckt, und das konsumieren Sie oder Sie konsumieren es eben auch nicht. Und jetzt versucht man natürlich im Rahmen der Medienforschung schon mal zu gucken, wer nimmt eigentlich was auf, und probiert dann die eigentliche Botschaft so zu verpacken, dass die richtigen Leute, an die man ran will, dass die Information auch aufnehmen. Das ist klar. Und jetzt lässt sich das alles, was ich bisher gesagt habe, in einem Satz zusammenfassen. Dieser Satz ist relativ einfach. Das heißt, der heißt so: Was sagt wer, wie, warum, zu wem, über welche Kanäle und mit welchen Wirkungen. Das ist ursprünglich von Herrn Leswell zitiert. Also was sagt wer, wie, warum, zu wem, über welche Kanäle und mit welcher Wirkung. Und wenn wir uns darüber Gedanken gemacht haben, dann haben wir praktisch die ganze Medienkommunikation in einem erschlagen. Ja? Die Zeit spielt ja auch noch eine Rolle, also das Wann. Das ist praktisch in diesem Fall ein Bestandteil dieses Wies, ja, der Form. Aber könnte man auch noch hinschreiben, hat der Leswell so nicht reingeschrieben, kann man aber auch noch sagen, wann. Weil, wie würde ich eher die Wortwahl verstehen? Ja, also bei dem Wie ist es halt die Form. Wie sage ich es? Damit ist auch enthalten, es ist überwiegend die Wortwahl, aber es ist auch enthalten die Form. Ja, wie mache ich es? Und das heißt natürlich auch wann. Wann zum Beispiel auch lade ich zu einer Pressekonferenz ein?
um welche Uhrzeit, an welchem Wochentag etc. pp. Und das ist natürlich, das hängt natürlich dann auch mit dem Wie zusammen. Wie plane ich es? Ja? Man kann es noch spezifizieren. Insofern ist es auf keinen Fall schädlich, das auch noch hinzuschreiben. Keine Frage. Über das Was muss man sich natürlich jetzt im PR-Bereich Gedanken machen. Man muss natürlich sagen, was will ich eigentlich transportieren? Ich kann das aber nie ohne die Beachtung des Wies tun. Ja? Und ich kann es auch nicht ohne die Betrachtung des Kanals tun. Ja? Das hängt mit dem Wie auch schon wieder zusammen. Jetzt muss ich eines wissen. Ich muss wissen, dass ich meine Botschaft im Rahmen der Public Relations über mindestens zwei Hürden bringen muss. Was ist denn die erste Hürde? Die erste Hürde ist, ich muss erstmal hier den Kommunikator überzeugen, dass meine Botschaft ankommt. Und dann muss ich den Rezipienten auch nur überzeugen, dass der die Botschaft aufnimmt. Und das heißt, ich muss zuerst, wenn ich Public Relations betreiben will, muss ich also zuerst an die denken, die ich als Medium benutze. Ja, das heißt, ich mache eine Pressekonferenz, damit die Journalisten kommen und dann meine Informationen verbreiten. Und dann muss ich aber als zweites auch schon dran denken, wen informieren denn diese Kommunikatoren anschließend? Da muss ich also an die Leser denken oder an die Hörer oder an die Fernsehzuschauer oder die Internetnutzer. Das heißt, in diesem Zusammenhang muss ich auch wieder darauf achten, dass meine Botschaft maßgeschneidert ist fürs Publikum, das schlussendlich die Information aufnehmen soll, über den entsprechenden Kanal bzw. die Journalisten, die in diesem Kanal arbeiten. Man nennt sie ja auch gelegentlich Kanalarbeiter. Das heißt, die Entscheidung der Nachrichtenfaktoren, was ist relevant, anhand von den einzelnen Bereichen, anhand des einzelnen Mediums und anhand des Publikums und anhand der Kanäle, Print, Rundfunk, Internet, DVD, CD, dürfen wir auch nicht vergessen. Und wir müssen uns bei dieser Gelegenheit auch noch mal vor Augen führen, was wir vorher schon besprochen haben. Was bleibt denn eigentlich von meiner Kommunikation, von diesen 100% am Ende übrig? Das heißt, womit nimmt denn der Empfänger, der sogenannte Rezipient, das eigentlich noch auf? Eigentlich? Womit nimmt das denn am Schluss noch auf? Wenn wir es über ein Medium schicken. Augen oder Ohren oder Augen und Ohren. Und wie? Gefiltert, ja. Und zweidimensional, der Regel. Das heißt, er nimmt es ja auf dem Bildschirm wahr, ja, oder er sieht es auf einem Blatt, ja. Aber ihm fehlt hier diese Art von Kommunikation und dem Rezipienten geht relativ viel verloren. Wenn ich also gute Kommunikation machen will und viele Kanäle belegen will, um zu versuchen, 100% Kommunikation, an die 100% ranzukommen, muss ich mir Gedanken machen, wie gestalte ich das Medium so, dass möglichst viele Kanäle bedient werden. Das heißt, wenn wir jetzt eine DVD machen zum Beispiel, ja, dann weiß ich, ich belege das Hören und ich belege das Sehen. Dann muss ich aber auch überlegen, in welchem Zustand nimmt er das wohl auf. Und dementsprechend muss ich dann dieses Medium gestalten. Das heißt, wenn wir jetzt an Public Relations denken, müssen wir uns da ständig vor Augen halten, dass wir unsere Informationen in der richtigen Art und Weise darstellen, dass wir sie richtig verpacken. Wir wissen, er hört und er sieht. Und da muss ich natürlich darauf achten, dass das in einem Zustand passiert, also dass die Qualität entsprechend ist, ja, und dass das in einem Zustand passiert, wo er auch Infos aufnehmen möchte und muss das entsprechend gestalten, also beispielsweise nicht zu lang, ja, wäre ein Tipp.
Ja, das wäre beispielsweise wichtig. Darüber muss ich mir im Vorhinein große Gedanken machen, damit ich das richtig hinkriege. Wenn wir all diese Faktoren beachten, dann schaffen wir es auch, an die Rezipienten dran zu kommen. Jetzt habe ich an dieser Stelle den Teil der Medienkommunikation und der Humankommunikation soweit abgeschlossen, dass ich jetzt mal über die Transaktionsanalyse etwas sagen kann, dass wir uns über die Transaktionsanalyse unterhalten können. Haben Sie bis hierher noch oder schon Fragen? Jemand aus der Praxis eine Frage? Möchte da jemand noch etwas wissen? Wie ist das mit dem Glauben, also dass der Rezipient das nachher auch glaubt, was er hört und dass er es aufnimmt? Das heißt ja immer wieder, wenn man was nur oft genug wiederholt, dann glauben es die Leute irgendwann. Ist das so einfach oder hängt da nochmal was dazwischen? Also die Wiederholung ist gut, wenn die Person tatsächlich etwas aufnehmen möchte.